Am gestrigen Mittwoch, dem 11.11., begann nicht nur die närrische Zeit, es wurde auch ein kirchliches Fest gefeiert, das Martinsfest. In unserer Stadt hat sich dieses in den zurückliegenden Jahren mehr und mehr zu einem beeindruckend besuchten Kirchenjahres- und Familienfest entwickelt. Traditionell wurde auch diesmal wieder im Dom St. Marien im Herzen von Zwickau dieses Fest gefeiert. Im Inneren des Gotteshauses war kein freier Steh, geschweige denn Sitzplatz mehr zu finden, als die Martinslegende zur Aufführung kam. Was steckt aber hinter der Geschichte vom heiligen Martin? Die berühmteste ist vielleicht, wie der heilige Martin als Soldat durch das Stadttor von Amiens einritt. Er lebte im 4. Jahrhundert und sah dort einen Bettler. Und niemand hat ihm geholfen, er war fast nackt. Und da er nichts mehr zu verschenken hatte, hat er kurz entschlossen seinen Umhang abgenommen, mit seinem Schwert durchgeschnitten und die eine Hälfte hat er dem Bettler geschenkt und die andere Hälfte hat er behalten. Und nachts im Traum ist ihm Jesus Christus erschienen, mit dieser Hälfte bekleidet, die er dem Bettler geschenkt hatte. Und hatte gesagt, siehst du, das hast du für mich getan. Das ist eine schöne Geschichte, die man auch auf die heutige Zeit, es ist ja angedacht, zu teilen. Gerade jetzt, wir haben ganz viele Flüchtlinge, die kommen. Es ist eine emotionale Zeit und ich glaube, es ist auch schön, wenn es Leute gibt wie Sie, die das mit unterstützen. Ja, selbstverständlich. Aber wie gesagt, man braucht eben die nötigen Tiere dazu. Ne? Man kann wirklich nicht jedes Pferd, weil die sind das nicht mehr heutzutage gewöhnt jetzt. Und von daher geht es wirklich nur, wenn man da alte Routinepferde hat, auf Deutsch gesagt, dass so nichts passiert, weil es ist doch eine sehr große Kulisse hier durch die Innenstadt. Aber für die Kirche ist das sicher eine Herzenssache jedes Jahr. Das ist ja eins unserer wesentlichen Anliegen, dass praktisch man sich selber beschenken lässt, aber auch andere beschenkt und so ganz anders miteinander lebt. Also von Nächstenliebe und Barmherzigkeit geprägt. Und die brauchen wir und andere brauchen sie auch. Dicht umringt von hunderten Laternen bestieg der heilige Martin dann sein Ross. Begleitet vom Zwickauer Spielmannszug, der Polizei und Sanitätern des DRK startete der Zug, der kein Ende nehmen wollte, dann Richtung Hauptstraße. Hier wurden die Menschen, vor allem Familien mit Kindern, schon von den Händlern und Gewerbetreibenden erwartet. Mit der Aktion Sternstunden in der Hauptstraße hat die Interessengemeinschaft die Botschaft des Martinstages aufgenommen, um anderen zu helfen. Hell erleuchtet waren die Geschäfte und überall hatte man sich etwas einfallen lassen. Auch wenn die Temperaturen derzeit noch im zweistelligen Bereich liegen, probierte schon mancher einen heißen Hugo oder stärkte sich mit einer Roster vom Grill. Diejenigen, die nicht mit einem Stand vor ihrem Geschäft vertreten waren, haben sich mit Spenden an der Aktion beteiligt, deren Erlös am Ende an das Spielhaus in der Hauptstraße, eine offene Kinderfreizeitstätte der Stadt, geht. Mit dabei war in diesem Jahr auch wieder die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau, in deren Besitz sich Immobilien auf der Hauptstraße befinden. Passend zum Motto Sternstunden waren die Häuser am Ende der Hauptstraße in traumhaftes Licht getaucht und mit Sterneffekten angestrahlt. Ja, es ist uns eine ganz besondere Freude. Wir sind dieses Jahr mit dabei und man sieht es ja mit der Lichtschau hier, das ist ein Effekt. Ich meine, wir haben das jetzt beobachtet in dem Umzug. Alle Blicke gingen nach oben, was ist hier? Ne? Und natürlich haben wir auch ein schönes Angebot. Wir bieten die Suppe an und dann noch gebackene Taler. Ich denke mal, es ist mal was anderes und wir sind dabei. Wir haben ja großes Interesse, dass wirklich die Hauptstraße wieder zum Leben erweckt wird. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig hier für Zwickau. Nicht nur kulinarisch, auch musikalisch wurden die Besucher unterhalten. Jens Weise von den bunten Hunden brachte so manches Lied zu Gehör. Ich lass dich nicht mehr gehen, ich lass dich nicht mehr los. Ich will mit dir zusammen sein, denn es ist so famos. Oh, ich lass dich nicht mehr los, nein, ich lass dich nicht mehr gehen.
will mit dir zusammen sein, denn es ist wunderschön. Hey! Sichtlich erfreut über den regen Zuspruch zeigte sich Petra Küster von der Interessengemeinschaft Hauptstraße. Ja, ich kann nur sagen, ich bin begeistert, was heute hier an der Hauptstraße los ist. Der Martinsumzug liegt uns ja am Herzen, den zu begleiten. Und wir als Einzelhändler oder als Hauptstraße insgesamt wollen natürlich auch auf uns Aufmerksamkeit erregen. Und da muss ich sagen, es sind jetzt so viele Leute da, auch jetzt noch nach dem Martinsumzug. Ich bin begeistert. Also wäre das vielleicht wieder ein Punkt zu sagen, die Hauptstraße lebt, hier passiert was? Ja, ich habe ja gesagt, wenn man hinter mich schaut, ein Stern geht auf und die Hauptstraße nicht unter. Wenn man sich jetzt rumdreht und die vielen Leute sieht, ich kann nur sagen, wir machen weiter, wir haben noch Ideen und nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei, mit hoffentlich so vielen Besuchern wie heute. Auch in diesem Jahr kommt der Erlös der Aktion Sternstunden einer wichtigen Sache zugute. Genau. Es gibt ganz viele Händler, die sich hier beteiligen. Also eigentlich alle, die hier noch in der Hauptstraße verblieben sind, geben sich so eine wahnsinnig große Mühe und stemmen das Ganze mit unterschiedlichen Aktionen. Der ganze Erlös, der heute erwirtschaftet wird, kommt ins Spielhaus in der Hauptstraße zugute, weil wir schauen natürlich nicht weg und ich bin immer der Meinung, man muss nicht weit wegschauen, um zu sehen, Menschen brauchen unsere Hilfe. Manchmal ist es der Nachbar, wo man wohnt, manchmal ist es aber auch genau hier in unserer Straße jemand, der unsere Hilfe braucht und ich finde es ganz toll, dass wir uns gegenseitig um uns kümmern und so soll es bleiben. So mancher wird gestern hoffentlich wahrgenommen haben, was die Zwickauer Hauptstraße so alles zu bieten hat und wird seinen nächsten Einkaufsbummel auch in diese Richtung lenken.